Ja, ich denke, dass dann heute genau so ein Spiel ist, wie du dann zum Schluss auch nicht mit mal normalen Maßstäben messen kannst. Da ist einfach zu viel, steht da auf dem Spiel. Und dann noch die Konstellation, dass du dann sonntags spielst, das x-te Mal, dass wir sonntags irgendwie nachlegen müssen. Heute in der besonderen Situation, dass das noch 3 Spieltage nur sind. Ja, es war sicherlich für den Zuschauer daheim kein Leckerbissen, aber ich glaube, wenn man dann bedenkt, um was es geht, um was es bei beiden Teams geht, muss man da ein bisschen mit einem anderen Auge drauf gucken. Dass da keiner einen Fehler machen will, das steht doch mehr im Vordergrund. Und Zauberfußball und schönen Fußball wollen wir alle gerne spielen und liefern in unseren Spielen. Aber dazu ist jetzt gerade nicht die richtige Situation. Schlussendlich muss man sagen, der Punkt nehmen wir so mit, das ist das Minimalziel, was wir hier wollten. Ist kein unwichtiger Punkt, schon wie ich nach dem Spiel in München gesagt habe, auswärts der Punkt, dieser Punkt hier mit unserem Torverhältnis zusammen könnte eine gute Packung geben. Auch wenn unterm Strich wir vielleicht optisch überlegen waren, aber die besseren Chancen hatte Mainz. Deswegen denke ich, dass wir mit dem Punkt leben können, leben müssen. Wenn du so ein Spiel nicht gewinnen kannst, dann darfst du es zumindest nicht verlieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Punkt für uns speziell jetzt auch nochmal Gold wert sein kann.